Wolltet ihr schon immer mal eure Lehrerin mit Giftgas umbringen? Ich hoffe nicht, verdammt nochmal. Sowas macht man nicht. Also zumindest nicht in echt. Aber wir, also ich, Dennis und ihr als Zuschauer und meine ganzen Figuren hier, wir spielen jetzt Shadow Tactics, Ico's Choice weiter. Und da ist das die Aufgabe. So, jetzt verkleiden wir uns erstmal als Geisha. Das konnte Ico schon immer am besten, sich als Geisha verkleiden, hat sie gesagt. Und dann machen wir das doch auch. Dann können wir uns nämlich hier deutlich freier bewegen. Wir wollen das Giftgas am Theater installieren, damit Mademoiselle Shio davon erledigt wird. Dann hoffe ich doch einfach mal, dass wir das hinkriegen. Dann würde ich vorschlagen, machen wir als erstes mal hier Quatschi-Quatschi mit der Wache, weil dann können wir nämlich mit irgendjemandem hier hinter ihnen schlüpfen, zum Beispiel mit Hayato. Ich versuche mich jetzt halt vorzuarbeiten hier über diesen, ja, Marktplatz ist es ja quasi, hier sind Marktstände. Ist nett, dass die hier in diesem geheimen Ausbildungsdorf auch gleich noch einen eigenen Markt haben. Das ist ja auf jeden Fall ganz nett. So, und jetzt würde ich nämlich mit ihr hier rüberlaufen. Der Samurai guckt ja da gar nicht hin. Das heißt, wir können den Typen hier so ablenken. Und jetzt sieht nämlich, glaube ich, niemand mehr die Wache hier. Damit können wir den problemlos erledigen. So, jetzt können wir den leider nur nicht weiter wegschaffen. Doch, können wir. Wir brauchen nur jemanden, der den toten Körper nicht hochhebt, sondern schleift. Und da habe ich doch genau die Richtige für den Job. Yuki ist nämlich gar nicht stark genug, um die zu tragen. Aber sie kann sie schön wegschleifen. Und dann schleifen wir sie nämlich hier vor zu den Büschen. So. Sehr gut. Schaut irgendjemand diesen Typen hier gerade an? Nee, oder? Nicht so richtig. Dann können wir den eigentlich erledigen. So. Jetzt hat sie zwar ihre Verkleidung verloren, aber das ist, glaube ich, nicht so wild. Wenn wir jetzt hier mal kurz warten, dann könnte sie hier hinten zum Gebüsch den ja hinschleifen und dann können wir nämlich hier auch schon einfach durch, ohne große Probleme. Sehr gut. Dann nehmen wir doch mal unsere Leute und bewegen uns schon mal weiter in die Richtung. Können wir irgendwas mit Takuma hier hinten anfangen? Wäre natürlich ganz cool, die Situation hier vorne noch aufzulösen, oder? Weil dann, ich meine, es ist jetzt nicht unbedingt notwendig, aber dann könnten wir uns hier deutlich freier bewegen. Ich bin fast geneigt, das zu machen, ehrlich gesagt. Dass wir das mal irgendwie versuchen hinzubekommen. Also, wie machen wir das am dürfsten? Wir können die Gruppe hier hinten blenden, aber ja nur für ein paar Sekunden. Wir können sie auch mit einer Granate ausschalten. Das hält dann länger als ein paar Sekunden. Ist vielleicht die Lösung der Wahl. Wir probieren das jetzt einfach mal kurz aus. Ich speichere natürlich vorher, weil ich nicht vorhabe, die Situation jetzt hier komplett zu lösen, sondern nur die Gruppe hier zu erledigen. Da ich eine Granate hinwerfe, dann sind die beide tot. Achso, warte mal, jetzt habe ich nicht geguckt, ob da hinten irgendwo Alarm ausgelöst wird, dürfte aber eigentlich nicht, ne? Ne, der Lärmradius ist der hier vorne. Das ist also kein Problem. Gut, dann machen wir das so. Dann müssten wir jetzt nur die beiden hier noch irgendwie erledigen. Das sind Strohhüte, das ist also gar nicht mal so einfach. Wir haben aber noch eine Donnerbüchse, die schlägt Samurai-Rüstung. Auch nicht so schlecht. So, der hat aber eine normale Waffe, eine normale Pistole. Dann machen wir das doch einfach mal. Upsi. So, nein.
Da reicht ja auch das Shuriken so. Das heißt, wir haben schon mal zwei erledigt. Jetzt bräuchten wir noch den letzten. Wie kommen wir denn zu dem am dürfsten hin? Komme ich hier irgendwo aufs Hausdach rüber? Hier komme ich aufs Hausdach. Das heißt, wir könnten vielleicht mit Yuki? Ist sie hier noch irgendwo? Die ist doch hier noch. So, dann lösen wir nämlich diese Situation noch und können uns dann hier einfach frei bewegen. Das ist, glaube ich, ganz angenehm. Weiß jetzt nicht, ich hätte es garantiert auch ohne geschafft, aber ich meine, ich mache es einfach, weil ich es kann. Ihr versteht das Konzept, oder? Ich kann sie alle umbringen. Ich habe die Macht dazu. Deswegen werde ich diese Macht auch nutzen. Sonst stelle ich mich hier nämlich einfach ganz klassisch über den Typen, programmiere hier noch den Kill ein und programmiere diesen Kill hier und dann schauen wir doch mal, was sich dabei ergibt. Also da wird auf den Kopf gesprungen, hier wird ein Shuriken geworfen und in ganz oben wird die Granate geworfen. A different mixture, maybe. Alle tot. So, genau so und nicht anders habe ich mir das vorgestellt. Ha, ha, ha. So. Und nochmal so. Dann schaffen wir jetzt mal hier die Leichen vom Platz. Dann können wir uns hier noch ein bisschen entspannter bewegen. Okay. I will be there. So, dann holt Hayato sich sein Shuriken zurück. Shuriken haben wir. Und fertig ist die Laube. Kuma! Kuma, stop! Kuma, distract them! Wie konnte man den nochmal wieder zu sich locken? Wie waren das nochmal? Ich weiß gerade nicht mehr, wie das funktioniert, aber ist auch egal. Ich kann ihn ja mal. Ups, ich kann ihn ja mal hier hinrufen, dass wir ihn wieder hier ein bisschen in der Gegend haben, den kleinen Tanuki. Den Marderhund. Ist ja kein Waschbär, auch wenn er aussieht wie ein Waschbär. Es ist ein Marderhund, ein japanischer. Gut, dann gucken wir uns doch mal das nächste Gebiet hier an. Wir sind jetzt am Außenbereich des Theatergebiets. Und dieser Außenbereich wird leider bewacht von diesem Samurai, der hier so ziemlich alles beobachtet. Wenn wir an dem vorbeikommen mit Aiko, there's no need for delay. Dann können wir hier hinten die Gruppe ablenken. Das wäre also vielleicht ein ganz guter Schritt, weil dann sieht, glaube ich, niemand mehr so richtig den Strohhut hier. Und dann ist er der Erste, der daran glauben muss. Fick. Okay. Jetzt müssen wir nur den richtigen Moment abpassen. Für die Verkleidung. Okay, so geht es nicht, liebe Freunde. So geht es nicht. Das habe ich mir einfacher vorgestellt. Aber ich habe halt auch nicht genau richtig hingeguckt. Er sieht nämlich den Busch die ganze Zeit und das ist natürlich dann doof. Also eigentlich muss ich hier vorne... ihr habt es ja verstanden. Oder können wir vielleicht erstmal den patrouillierenden Typen hier irgendwie entsorgen? Der nervt nämlich. Können wir da vielleicht mal ein bisschen... vom lecker Schnaps dahin machen. Jetzt müssen wir mal genau beobachten, wo der hinschaut. Da schaut er hin. Da schaut er hin. Da schaut er hin. Bis hier vorne schaut er. Das sieht nämlich sein Kollege dann nicht. Das ist doch super. Dann ist das der perfekte Ort für eine kleine Sake-Flasche. I will be there. So, dann müsste der da jetzt eigentlich hinlaufen und im besten Fall sieht er den Sake
und Saket dazu nicht nein, sondern geht da tatsächlich auch einfach hin und holt sich mal einen Drink. Und dann kann sich Aiko den Mann schnappen. Okay. My life for the Shogun. Sehr gut. I will be silent. Dann holst du dir jetzt deine Sake-Flasche zurück, bitte ohne entdeckt zu werden. Dankeschön. Und dann haben wir schon mal einen patrouillierenden Dödel weniger. Sehr schön. Dann verkleide ich mich jetzt erstmal wieder als Aiko. Sie ist jetzt wieder multiple Persönlichkeiten. Ich kriege hier Achievements, Mann. Ich kriege Achievements. Das finde ich gut. So, jetzt ist die Frage, wie kommen wir hier am schnellsten durch? Bis da muss ich ungefähr gehen. Dann kann ich mich ducken. It will be done. So. Schon hat es keiner gemerkt. The music starts. Sehr schön. So, wie weit guckst du? Du guckst bis hier. Hier ist ein Felsen irgendwie. Was kann Mugen damit machen? Kann er damit irgendjemanden erschlagen oder so? Ich mache das, glaube ich, lieber auf die elegante Art. Wer sieht denn das jetzt? Das gibt's doch nicht. Der Typ hier oder was? Oh, ernsthaft? Auf den muss ich jetzt auch noch achten oder wie? Ich war doch schon... Ich hab's doch schon geschafft. On my way. Okay, speichern. So, das mache ich nie normal, dass ich da hinlaufe. Jetzt müssen wir also auch noch auf den Knilch hier aufpassen, ja? The music starts. So, dann, das heißt, wir müssen jetzt auf den achten. An sich haben wir da ja genug Zeit. Ich habe nur das völlig falsche Timing gehabt. Der dreht sich ja jetzt gleich wieder um. Und dann interessiert er sich kein Stück mehr dafür, die Ecke. So. Und jetzt können wir die beiden hier anquatschen. So. Toll! Toll, wie das klappt. Jetzt könnten wir nämlich den Strohhut hier erledigen. Müssten wir uns nur überlegen, wie wir das machen. Entweder mit Takuma einfach ihn erschießen. Jetzt gucken wir mal kurz, ob er jemals im dunkelgrünen oder hellgrünen Radius ist. Ja, er ist im hellgrünen Radius hier. An sich läuft der hier hinten. Okay, das heißt, wir gehen mit Aiko da mal nach hinten. Versuchen es zumindest. Komme ich da auch irgendwie anders hin? Warte mal. Ich komme doch hier aufs Dach. Oh nein, jetzt muss ich den kompletten Weg nochmal gehen, oder? Nein. Oh, is that so? Aber ich komme da gar nicht hinten aufs Dach, oder? Ich komme... Da komme ich hier. Where is it? Oh, that reminds me. Right. Shh. Sneaky. Ich probiere es nochmal aus. Ob da irgendwas geht. Also, ich kann es jetzt gerade noch nicht so genau sagen. Oh, that's easy. Ob wir hier irgendwie aufs Dach kommen. Weil wenn das geht, dann wäre das ja total super. Ja, kommen wir. Okay, so, das heißt, wir können jetzt hier runterhüpfen. Zack. Dann sind wir nämlich schon mal ein ganzes Stück weiter. Wir müssen jetzt versuchen, hier an dem irgendwie vorbeizukommen. Ich hasse mein Leben manchmal. Jetzt kann ich es nämlich alles nochmal machen. Mann. Nur weil es hier vorne keinen Weg irgendwie aufs Dach gibt, muss man da immer bis nach hinten laufen. So ein Quark aber auch. Okay. That's a good trick. Speichern, so.
Immer dieses alles noch zweimal machen, das nervt doch alles. So, jetzt müssen wir eigentlich hinter den Typen kommen, damit wir den hier irgendwie erledigen können. Wobei, der sieht halt richtig weit hier, ne? Der Typ. So richtig vorbeikommen tun wir hier auch nicht. I am always prepared. Wieso ist sie eigentlich nicht verkleidet? Verkleide dich doch mal, Mädel. An elegant solution. Gift, my lord. So, ihr guckt jetzt schön mal da weg. So, das heißt, der wird jetzt hier eigentlich über weite Strecken von niemandem mehr gesehen. Nur der guckt dann da hin und wieder mal hin. I did not know that. Das Problem ist, der guckt da halt voll hin, sobald der wieder hier in die Richtung schaut. Das heißt, eigentlich müssten wir den mit dem Tanuki ablenken, wenn wir das irgendwie hinkriegen. Vielleicht können wir das ja irgendwie machen. Also, der muss ja einfach nur ein Weilchen weggucken, damit wir in Ruhe uns hier ranschleichen können an den und den erledigen. Kuma! Was ist denn mit Kuma? Kann der nicht mal hier irgendwie vielleicht sich in die Ecke setzen und dann da den Typen ablenken? Das ist tatsächlich hier eine tricky Situation. Ich hab's ja schon vermutet, dass die Ecke jetzt hier schwieriger wird. So, du bist jetzt abgelenkt. Du bist jetzt abgelenkt. Du guckst. Nach Mist. Wieso? Wieso guckt denn der eigentlich so weit? Das ist doch voll scheiße. Das ist doch mega ärgerlich. Der scheint aber dauerhaft abgelenkt zu sein hier. Das heißt, vielleicht könnten wir dann... Okay, der ist nicht dauerhaft abgelenkt. Please, continue. Hey, come on, stop. Come on, distract them. Okay, das heißt, den habe ich jetzt verschwendet. Please tell me more. Ach, scheiße, Mann. Ist doch alles blöd. Habe ich irgendwie einen vorherigen Speicherstand hier irgendwie? So. Das kann ich halt nur einmal machen, ne? Dann ist der Verbrauch, der Waschbär, wollte ich sagen, der Marder. Marderhund. Kuma! Your turn! Okay, ich versuche jetzt, den Typen abzulenken, sodass ich mit Yuki hier vorbei kann. So, ich speichere jetzt mal hier. Ich weiß nicht, ob es mir gelingen wird. Es wird mir nicht gelingen, denn der guckt da ja auch noch hin. Scheiße. Nein, wieso? Okay, ich komme einfach nicht schnell genug darüber. Also diese ganze Situation hier ist tatsächlich schwierig. Weil die beiden hier ganz schön abnerven. Red leaves. Morning snow. Muss man schon mal so sagen. We have the advantage. Ich bin fast geneigt, das nochmal ganz anders zu probieren. The dance begins. Vielleicht doch den Strohhut hier vorne abzulenken, sodass ich mich dem irgendwie besser nähern kann oder so. Weil die beiden hier hinten, die werden ja gar nicht beobachtet, außer von dem patrouillierenden Dude. Und der hat ja, der lässt uns ja eine gewisse Zeit, um uns da zu beschäftigen. Also ich glaube, ich probiere das jetzt hier mal. The music starts. So, Verkleidung, Verkleidung, Verkleidung. On my way. So, der Einzige, der mich nicht sehen darf, ist der Samurai. Das sollte aber kein Problem sein. Den Holzstapel hier kann er nicht überblicken. Und dann reden wir jetzt mal mit ihm hier. So. Gut, dann guckt jetzt hier vorne zumindest keiner mehr.
Jetzt müssten wir eigentlich nur noch die beiden Typen hier irgendwie ablenken. Oder umbringen. Vielleicht können wir das sogar mit dem großen, starken Kerl hier machen. Speichern wir mal. Vielleicht ist das der richtige Weg. Es könnte tatsächlich der richtigere Weg sein. Was macht er denn eigentlich hier, wenn ich den Felsen hochhebe? So. I will be silent. You are most kind. Ich weiß nicht so genau, was das soll mit diesen Felsen. Kann mir das irgendjemand erklären? Warum? Wofür hat er die? Naja, egal. So, jetzt ist noch die Frage. Jetzt können wir vielleicht Takuma nutzen, um ihn abzulenken. Weil sonst haben wir nur so 5 Sekunden Zeit ungefähr. Oder wir machen das schnell. Nee, da sind wir nicht schnell genug. Vielleicht kriegen wir das aber noch mit einem besseren Timing hin. So, jetzt guckt er hin. Gleich bewegt er sich wieder. Dann müssten wir es eigentlich hinkriegen. So. Zack, zack, zack. Okay, das sieht er immer noch, ja. Na gut, aber dann ist ja vielleicht doch der Waschbär unsere beste Chance. Der Marderhund, Entschuldigung. So, jetzt nimmst du die beiden mit, packst die ein und ab in den Busch. Nein! Ich war doch so kurz davor. I did not know that. I will be patient and remain hidden as I hear. Okay, dann schnappen wir uns die jetzt hier und gehen mehr so über hier oben dahin und so, Navigation. Präzise Navigation. Stopp. So, Leute, das war anstrengend. So, vielleicht kriegen wir jetzt auch noch die letzten zwei Typen hier irgendwie hin. Aber wie? Also ich kann mit Aiko nirgendwo anders hier hin, weil überall der Samurai hinguckt. Ich kann nur den Typen hier ablenken. Den kriegen wir aber nicht schnell genug tot. Und die Ablenkung durch Takuma, durch Kuma funktioniert ja nicht nochmal, ne? Genau. Der ist leider verbraucht. Was haben wir denn noch für Möglichkeiten? Ich kann noch blenden, ich kann noch Sarke auslegen für den Typen hier. Da ginge theoretisch was. Dann machen wir das doch. Ha! Hab eine Idee. Okay. Ich sage mal so, ich habe eine Idee. Dann legen wir doch mal hier Sarke hin. Hat er gesehen, findet er super. Ich freue mich für ihn. So, dann dürfte er das hier aber nicht. Please tell me more. Would you try blade for the Shogun? Nicht sehen, der Samurai. Sehr schön. I did not know that. Okay, na das hat doch geklappt. So, jetzt können wir nämlich auch den Knilch hier erledigen. Genug geflirtet. Es hat sich ausgeflirtet. Das macht man ja sowieso nicht, während man arbeitet eigentlich. Da hat man eigentlich andere Sachen zu tun. So. Da waren es nur noch zwei. Und wie wir die erledigen, sehen wir dann nächste Folge. Das weiß ich nämlich noch nicht. Aber ich denke mal gleichzeitig irgendwie. Da sollte doch irgendwas möglich sein. Vielleicht können wir auch mit Takuma nochmal den Samurai abschießen oder so. Oder irgendwie sowas. Also da überlege ich mir noch was. Und dann sind wir ja auch schon eigentlich am Ziel unserer Mission, nämlich wir können dann hier Lady Chiyo vergiften, die da gerade angeschlendert kommt. Die wird ihr grünes Wunder erleben, wenn sie mit giftigem Gas sich auseinandersetzen muss. Naja, das sehen wir dann nächste Folge, Leute. Jetzt erstmal Schluss für heute. Tschüss!